Rückeroberungstag. Oh, wir sind raus im Ödland. Erster Kontakt-Quest begonnen. Alles klar. Eine erste tote Person. Erste Waffe. Gut. Immerhin habe ich schon direkt abgeschossen. Ich bin nicht mal eine Minute hier draußen. Keine Lust hier herumzulaufen und ich werde schon irgendwie direkt von jemandem erschossen. Hallo? Schon da unten irgendwie so ein Viech gesehen? Feuer im Casino. Oh. Töte einen Gegner. Ah, die haben mich geschossen. Da. Ich hab grad all meine Dinger hier in das Ding reingeschossen. Natürlich erstmal alles mit, was ich finden kann, weil ich nicht weiß. Okay, ist gut. Ich habe noch keine Waffe, also vielleicht liegt ja noch irgendwie eine Leiche. Vielleicht liegt ja irgendwie noch eine Leiche, wo ich irgendwas irgendwie plündern kann. Erstmal die ganzen Pflanzen hier mit. Die waren hier laufen noch keine Spieler rum, weil als könnten ja einige Leute hier vor dem Ding vorkämpfen und irgendwie jeden neuen Spieler hier irgendwie töten oder so, ne? Die meinen, das ist jetzt nicht so. Erstmal. Die Aufseherin hat gesagt, sie würde ihr Camp am Ende der Straße errichten, im Süden. Ich habe hier mein Handbuch, also nicht Handbuch, in der Hülle dabei war. Aufgeschlagen, da ist so ein kleines Ding mit der Steuerung drauf. Das habe ich mir mal hier hingelegt. Sie sollten sich zum Camp begeben. Vielleicht soll ich das mal hier machen. Hotkeys 1 bis 9, 0 und so weiter. Machete. Ups. Ah. Soll ich mir vielleicht mal durchlesen, was da steht. Ich muss einmal im Monat die Lage am Wort 76 auskundschaften. Diese Tür müssen sich ja irgendwann öffnen. Geh keine unnötigen Riesen ein. Und komm dann wieder zurück. Maria. So, ich muss erstmal meinen. So, wie kann ich jetzt Favoriten hier machen? Zu blocken. Angreifen kannst du mit Maus. Alles klar. Whip. Ah, okay. Ich hoffe, jetzt erstmal mit dem Mach. Ich hätte hier rum. Weil ich keine Kugeln mehr. Ja, wenn ich mal eine Minute hier draußen habe, keine Kugeln mehr. Wegen euch kleinen Mistviechern. Ich block das ab. Geh die Meister. Schießt halt einfach auf euch zurück. Was sagt ihr dazu? Was haben wir denn da? Wir haben gerne mal noch Sachen aufsammeln. Das finde ich sehr gut. Ich aussehe. Steuerung ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber was bist du denn? Ein Pipper. Oh.
Um. War Zähne. Komm direkt raus, tu alles Leben hier töten. So läuft das. So, Patrone. Lederrüstung, linke Arm. Talleimer. Ich mal hier ausrüsten. Ist noch sehr an Fallout 4 alles ausgelegt. Was jetzt, weiß ich nicht, für mich noch ein bisschen neu wieder ist, weil schon eine ganze Weile her, seit ich Fallout und Banjo. Was? Ist das irgendwie, wenn man AFK geht oder was? Stehe ich gleich so auf und voll, du voller Abrocken. Yeah! Oder Benjo mitnehmen, hallo? So, Wodkaflasche. Blackwater Bierflasche. Da ist nichts drin, ne? Die Flasche ist leer. Maultrommel. Was? Was ist das? Das fast, glaube ich, irgendwie. Ich glaube, auch wenn ich hiervon noch 100 Parts hochlade, das fasst irgendwie schon das gesamte Projekt zusammen. Ich muss ja weg. Ich kann es gar nicht abwarten, andere Spieler zu finden. Ich nehme an, ich bin in noch so ein Tutorial-Gebiet, also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier noch rumlaufe und noch niemanden gefunden habe. Ich habe mich jetzt eigentlich schon zwei, dreimal irgendwie sterben gesehen. Also, ich traue dem noch nicht so. Vielleicht sollte ich in diesem Tutorialgebiet hier bis Level 100 hochgraden. Da habe ich bestimmt eine Chance da draußen, ne? So, wir müssen da hin, aber da ist wieder irgendein Häuschen. Mutterbären, hey, die kennen wir doch. Weil nicht, kennen wir die aus Fallout 4? Oder Fallout 3? Fallout 3 habe ich auf diesem Kanal nicht gespielt, deswegen kann ich nicht sagen, so, hey, da kenne ich. So, kann ich das Ding fahren? Nein. Schade. Einsame Hütte. Nennen wir jetzt um in meine Hütte. Oh Gott. Wilder Mischling. Der war Level 3, gegen den habe ich keine Chance. Der hat irgendwie so ein Krönchen über seinen Kopf. Soll ich riskieren? Hi. Was ist das Viech? So, wo ist der mit der Krone da hinten? Nee. Also zwei. Oh, da sind drei. Vielleicht hat gar nichts aus, was? Okay. Okay, neue Waffe, Jagdgewehr. Ich will immer noch Schritte. So, Bäume kannst du lernen, wie man. Ja. Was? Er ist Level 12. Oder? Er hatte eine 12 über seinen Balken. Ich nehme mal an, das ist das Level, oder? Na, haben wir es jetzt? Das Leder. Jetzt konnte ich nicht lesen, was da stand. Wir haben Dings bekommen. Waffenwerkbank. Cool.
Nahkampf-Schlagwaffe. Kann man eine Planke erstellen? Machen wir das mal. Oder? Annehmen. Kriege ich ja auch Erfahrungspunkte, ne? Wurf, Messer. Die sind wahrscheinlich verbraucht, ne? Braucht wahrscheinlich dann jedes Mal ein Gegenstand verwerten. Dann kriege ich dann dafür Gegenstände, alles klar. Noch nicht. Also, wird schon irgendwann gemacht. Ah, und da habe ich auch gesehen. Ich nehme an, da unten 53 von 155, das ist, was ich schleppen kann, oder? Nehme ich jetzt mal an. Strahlmutter in maximale Gesundheit regeln. Heil Strahlung schämen mit Right Away. Ach ja, da war ja was. Sollte sammeln? Ah, okay. Sehr cool. Ich frage mich, ob sie auch so Zeitschriften oder so was geht, die meine Sachen hier erhöhen. Oh, hallo. Erfordert Skill 0, dein Skill 0, ausgezeichnet. Wo läuft das? Ja. Alter. Alter, ich tue halt nur so ein ganz kleines bisschen. Wegen. Das ist schon zu viel. Ostteil, Vorkriegsgeld, Haarbürste. Geweih. So, wie sehe ich ihn mittlerweile aus? In Kriegsnerd. Da war auch mehr Schaden, das hier. Perfekt. Deswegen Elder Scrolls Online mit der Maustaste, dann kann ich so machen. Oh. Und daran muss ich mich noch gewöhnen, dass Maustaste irgendwie Mausrad irgendwie das macht. Das war weiter, oder? Ja, weiter. Warte mal. Beil. Sammle Holz. Alles Erfahrungspunkte. Weil macht das noch mehr Schaden? Nein. Und ein Stück Holz macht mehr Schaden. Ich habe es selber hergestellt, also natürlich. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter, ne? Kaninchen, leider. Was ist denn alles drin? Okay, weiter. Aber oh, wir sind fast da irgendwo, ne? Ein paar Hunde geschlachtet. Ein bisschen Müll eingesammelt. Wir sind gewappnet für die Welt. So mitten auf der Straße so ein Camp aufzubauen, das ist nicht gerade die beste Idee. Ich will mich jetzt nicht, ja, ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich irgendwie voller Experte bin oder so, aber sag ja nur. Ja, okay, da ist die. Auch nicht sehr viel besser. Aufseher-Logbuch, ein paar Patronen. Aufseher-Logbuch. Südlich von Wort 76. Wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte. Aber mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang keine Menschen. Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Vortec vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation? Die Lagerkiste, die Werkbank.
alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben, sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen. Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Also, ich habe gesagt, wir müssen die das ganze Spiel lang verfolgen. Genauso wie den eigenen Vater in Fallout 3.